Morgen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Wir alle kennen das Gefühl, wir haben fast keine Zeit in unserem Arbeitsalltag als Lehrperson. Wir haben so viele Pendenzen und To-Do-Lists und Dinge, die wir tun müssen, den ganzen Unterricht, die ganzen Schüler, um die wir uns kümmern müssen, Elterngespräche, Gespräche mit Kollegen, Schulleitung und so weiter. Wir haben wirklich viel, viel Arbeit, vor allem als Berufseinsteiger, wenn man noch nicht so routiniert ist, dann kann einem das wirklich zu Kopf steigen. Und ich habe das Gefühl sehr stark von Anfang an immer wieder erlebt und extrem viel Stress gehabt. Auch heute habe ich immer noch viel zu tun, auch wenn ich jetzt doch schon ein paar Jährchen quasi auf dem Buckel habe. Aber es gibt einfach so gewisse Dinge, die man mit der Zeit sich erst aneignet. Aber trotzdem gibt es auch gewisse Haltungen oder Mindsets, die man einsetzen kann, um Zeit zu sparen. Jetzt in diesem Video möchte ich mal drei von diesen Fähigkeiten, sage ich mal, euch zeigen und Beispiele machen, wie ich es tue, wie man wirklich extrem viel Zeit sparen kann, indem man, ich sage jetzt mal von Anfang an, Dinge gar nicht tut, die man gar nicht unbedingt tun muss oder vielleicht nur einmal tun muss und dann sollte es eigentlich von selbst laufen. Punkt Nummer 1 ist, du musst lernen zu delegieren. Delegieren heißt, du gibst Aufgaben ab an jemand anderes, die du vielleicht gar nicht machen musst selbst oder wenn du es an jemanden delegieren kannst, dann ist das Gesamte vielleicht viel effizienter. Und ich spreche jetzt konkret davon, gewisse Arbeiten an deine Schüler zu delegieren. Einfachstes Beispiel, wenn du eine neue Klasse hast und Namenskärtchen machen willst, damit du am Anfang die Namen üben kannst, mach's doch nicht selber. Gib den Schülern das Kärtchen, damit sie selbst das Kärtchen gestalten können, anstatt dass du irgendwie eine Stunde lang wunderschöne Kärtchen machst, vielleicht noch laminierst und so weiter, was auch immer. Okay, die einen werden jetzt vielleicht sagen, das mache ich sowieso nicht, ich mache das auch so von Anfang an, sodass die Schüler es selber machen müssen. Aber es gibt bestimmt immer wieder kleine Arbeiten, die jede Lehrperson eigentlich den Schülern übergeben kann. Sei es für einen Unterrichtsablauf, für irgendeinen Inhalt, etwas Kleines zu basteln oder irgendwelches Material zusammenzustellen, zu sortieren oder so. Überleg dir, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wie du einen bestimmten Arbeitsablauf, den du machen kannst, aber eigentlich auch den Schülern übergeben kannst. Und das ist dann vielleicht eine organisatorische Aufgabe von 5 Minuten am Anfang. Aber wenn du das den Schülern übergeben kannst, die brauchen vielleicht nur 5 Minuten, um das zu machen, weil jeder Einzelne das für sich machen kann, wenn du es gut instruierst. Natürlich musst du es auch noch kontrollieren am Schluss. Aber du hättest vielleicht eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde damit, um das zu machen. Und wenn du dir dann überlegst, wenn du wöchentlich, sagen wir, 25 bis 30 Lektionen unterrichten musst und in, sagen wir, der Hälfte der Lektionen 5 Minuten sparen kannst, indem du eine bestimmte kleine Arbeit, die eine Fingerfertigkeit braucht, das heißt auch zum Beispiel letztens wollten wir Elternbriefe den Schülern mitgeben und mussten sie in Briefumschläge einpacken und das waren irgendwie 3 oder 4 Briefe, weil es verschiedene Themen beinhalteten und klar, ich hätte mich ins Büro setzen können und alles einsortieren und selber machen, damit ich da meine 20 Briefumschläge habe. Aber das muss ich ja nicht unbedingt ich machen. Stattdessen habe ich einfach die Kiste genommen, die Kopien genommen, den Schülern verteilt und dann eins nach dem anderen schnell 5 Minuten instruiert. So, jetzt kriegt ihr diesen Brief, jetzt kriegt ihr diesen Brief. Und jeder Schüler hat selber gefaltet und reingetan und dann sogar vorne noch draufgeschrieben eine Checkliste, wie ich das dann quasi gesagt habe, das müsst ihr aufschreiben, dann könnt ihr das abhaken, wenn ihr alles unterschrieben habt von den Eltern und so weiter. Und so, das ist quasi auch noch gleich noch vielleicht didaktisch gar nicht so schlecht, weil die Schüler lernen, sich zu organisieren. Okay, wir arbeiten mit Checklisten, wir arbeiten mit einer To-Do-List, die wir gleich auf den Briefumschlag schreiben. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt so viele kleine Dinge und wenn du in all den Lektionen, wo du irgendwas so verwaltungsmäßig machen musst, eigentlich so quasi trockene Arbeit, und du das den Schülern übergeben kannst, und die brauchen nur 5 Minuten dafür, dann sparst du, je nachdem, jede Woche 1, 2, 3 Stunden schnell mal. Weil es ist ja nicht nur die Zeit, die du den Schülern übergibst, sondern es ist auch die Zeit, die du gewinnst gleichzeitig. Ja, also lerne zu delegieren, überleg dir, welche Arbeiten gibt's im Alltag oder auch von Lektion zu Lektion, die nicht du zwingend machen musst, sondern du den Schülern übergeben kannst. Und das ist wirklich auch gleich eine Fähigkeit, die du mit den Schülern trainieren kannst, ist, dass sie richtig zuhören und
das dann umsetzen, was du ihnen anleitest, was sie tun müssen. Sei es auch nur etwas auszuschneiden, zusammenzukleben, was auch immer, kleine Arbeiten. Und du wirst so viel Zeit sparen, wenn du lernst, bestimmte Arbeiten zu delegieren. Punkt Nummer 2, und der ist ein bisschen schwieriger, das ist zu automatisieren, ist vor allem im digitalen Bereich, aber gerade wenn du als Lehrperson vielleicht noch nicht Schüler hast, die irgendwie groß Geräte haben, sei es Tablets oder Computer, du kannst für dich als Lehrperson nur schon selber automatisieren. Und zwar indem du deine Unterrichtsvorbereitung möglichst digital machst. Sei es irgendwelche Vorlagen von Blättern. Ich meine, jeder hat das schon mal irgendwie gemacht, aber vielleicht hat noch nicht jeder den Wert davon erkannt, dass du einfach alles in einem Ort sauber digital ablegst. Weil du kannst auch dann mit Suchbegriffen später sofort deine Dinge wiederfinden. Du kannst sie anpassen und verbessern, anstatt einfach irgendwie alle Arbeitsblätter die analog zu haben als Papier und irgendwann fliegen die Blätter in den Ordnern rum und so weiter. Und wenn du was suchst, dann hast du dann irgendwann nach 5 Jahren hast du deine 10, 20 Ordner und weißt nicht mehr, wo dieses Arbeitsblatt war und so weiter. Stattdessen, wenn du digital arbeitest und wenn möglich auch die Dokumente so hast, dass Texterkennung hast, also du hast ja auch inzwischen immer mehr Apps auf dem Handy, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, Texte als PDF abspeichern kannst mit Texterkennung, das heißt, du kannst so die Dinge wieder raussuchen, so sparst du einfach extrem viel Zeit, weil du ein Jahr später, nachdem du den Unterricht schon durchgeführt hast, einfach wieder durchgehen kannst und siehst, ah, das und das habe ich gemacht, gut, das fand ich nicht so gut oder das fand ich besser und so weiter. Du kannst natürlich auch nach dem Unterricht direkt schnell Dinge löschen, anpassen, damit du nächstes Jahr bereits vorbereitet bist, weil du dir nicht immer alles merken kannst bis nächstes Jahr. Aber versuch die Dinge zu automatisieren, Dinge, wo du weißt, das werde ich sowieso immer und immer wieder machen. Und so, dass du flexibel bleibst mit Textverarbeitung am Computer, sei es mit Word, sei es mit Google Docs, was ich persönlich immer benutze. Ich arbeite fast nur noch mit Google Drive und Google Docs und Google Tabellen, was einfach das Äquivalent von Excel ist. Einfach, dass das Ganze auf einer Cloud ist und ich dann von jedem Computer, sogar von meinem Handy aus, darauf zugreifen kann, wenn ich möchte. Ja, das ist vor allem digital. Und das Gleiche könnt ihr eben für Tabellen machen, für Benotungen, Punkte zusammenrechnen lassen und so weiter. Da findet ihr genügend Tutorials im Netz oder, ja. Und man kann aber auch ein bisschen in dem Sinn analog automatisieren. Und für mich ist das beste Beispiel eigentlich, dass du für deinen Unterrichtsablauf grundsätzlich eine Automatisation findest. Das heißt, dass du für dich ein Schema findest, wie du gerne den Unterrichtsablauf hast. Ich sage jetzt mal ganz einfach, Einstieg, Hauptteil, Abschluss, das, was wir alle aus dem Studium kennen, aber dass du für dich deine Rituale, deine Automatisation findest von Unterrichtsablauf, wie, okay, ein möglichst einfacher Unterrichtseinstieg ist, 3 Quizfragen zu stellen zur letzten Lektion. Die kann man auch relativ spontan machen, wenn man noch weiß, welchen Stoff man behandelt hat oder man einfach das Material zu sich nehmen kann. Spontan 3 Quizfragen stellen. Die Schüler sollen sich in Ruhe für sich die Antwort notieren und dann nach 3 Minuten diesen 3 Fragen kann man das in der Klasse austauschen. Dann wie der Hauptteil abläuft, ob du zuerst irgendwie eine kleine Recherchearbeit machst, dann Gruppenaustausch und dann Einzelarbeit. Meistens mache ich das irgendwie in dieser Form und einen kleinen Abschlussteil, wo du vielleicht nochmal irgendwie, ich sage jetzt auch mal plump, einfach 3 Quizfragen stellst, einfach, dass du einen gewissen Ablauf hast, den du für sinnvoll hältst und wo du den Inhalt aber jeweils anpassen kannst. Und wenn du dich an diesen automatischen gleichen Unterrichtsablauf gewöhnst und die Schüler tun sich das ja auch, dann ist alles extrem viel einfacher, weil das ist wie den Fahrradfahren. Am Anfang lernst du Fahrrad zu fahren, am Anfang kippt man fast um. Aber mit der Zeit weiß man, wie man das Pedal tritt und man kann sogar rumgucken und sieht, was um sich passiert. Und wenn du diesen Ablauf automatisierst oder routinierst, dann kannst du so extrem viel Zeit sparen, weil du nicht noch anderes Multitasking zusätzlich machen musst, weil du genau weißt, wie es grundsätzlich abläuft. Das nur als ein Beispiel, wie man analog quasi automatisieren könnte. Dabei überleg dir einfach, wie du in deinem Alltag Dinge, die du sowieso immer und immer wieder tust, wie du einen Prozess installieren kannst, sei es digital, sei es in deinem Kopf, von der Planung her, von einem Ablauf, wie es immer und immer wieder ablaufen kann und du dich dann wirklich auf den Inhalt dafür konzentrieren kannst und die Verwaltung möglichst abnimmt in dem Sinne. Okay, und Punkt Nummer 3, das ist, denke ich,
für einige Lehrpersonen, auch für mich zum Teil, wirklich die allerschwierigste Fähigkeit, die man sich aneignen sollte. Und das ist, lerne Nein sagen zu können. Jetzt, was meine ich damit? Ich meine damit, dass du so viele Arbeiten, so viele Möglichkeiten hast, was du alles tun kannst in deinem Arbeitsalltag, ist, dass du lernst, zu gewissen Dingen einfach Nein zu sagen. Sei es zu dir selbst, zu sagen, nein, ich mache jetzt nicht noch diese Perfektionierung von diesem Unterricht oder die Perfektionierung von diesem Arbeitsblatt oder die Perfektionierung von diesem Elternbrief, wo irgendwie wirklich alles perfekt formatiert ist und so weiter. Oder nein, ich nehme jetzt noch diesen Unterrichtsinhalt in die nächsten 2-3 Wochen rein, weil ich habe einfach keine Zeit. Ich merke, die Schüler brauchen mehr Zeit, um diese Themen zu machen. Da muss ich halt mal ein Lernziel oder zwei streichen. Also einfach zu dir selbst zu sagen, nein, ich kann nicht immer alles machen. Es gibt irgendwo eine Grenze. Der Tag hat nur 24 Stunden. Also muss man auch irgendwo Abstriche machen. Man kann nicht immer alles perfekt machen. Und mit Nein sagen meine ich nicht zu dir selbst, ich meine auch zu anderen Menschen. Insbesondere deinen Schülern, vielleicht mal Eltern, vielleicht mal der Schulleitung, vielleicht zu Arbeitskollegen. Und das mag vielleicht auch Angst machen, mal Leuten Nein zu sagen, aber es kann auch gleichzeitig Stärke beweisen. Denn wenn ein Schüler oder ein Arbeitskollege oder deine Eltern kommen und sagen, kannst du mir das nochmal klären, ich komme überhaupt nicht raus, und so weiter, was muss ich hier tun und so weiter, dabei hast du ihnen irgendwie schon vor einer Woche oder gerade den Schülern irgendwie vor 10 Minuten das erklärt oder ihnen das Blatt hingelegt und gesagt, lest das mal, lest diesen Brief oder was auch immer, lest diese Aufgabe und du merkst aber an ihrer Fragen, dass sie es gar nicht gelesen haben, dann kannst du sagen, nein, lesen sie oder lies das auf dem Zettel steht und dann können sie Fragen stellen. Aber wenn du merkst, dass die Frage so gestellt ist, dass nichts gelesen wurde, dann hab den Mut, um Nein zu sagen. Weil du kannst nicht 25 Personen, und bei Eltern sind es ja dann 50, also immer zwar Mama und Papa, lernen, Nein zu sagen, wenn die Leute eigentlich selber die Arbeit tun könnten, die sie 3 Minuten kostet. Aber wenn du es für jeden tun musst, dann kostet es dich 1-2 Stunden oder noch mehr. Also lerne einfach, Leute abzublocken, die nur aus Faulheit, sage ich jetzt mal, bös gesagt, nicht, dass alle Leute faul sind, aber lerne zu erkennen, wenn Leute mit Bedürfnissen zu dir kommen, weil sie einfach, vielleicht auch unbewusst mal, selber nicht tun wollen oder nicht die nötigen Schritte unternommen haben, um selbst die Arbeit zu erledigen. Also wenn es gewisse Arbeiten gibt, die irgendwelche Menschen in deinem Arbeitsumfeld, das heißt wirklich deine Schüler oder bestimmte Erwachsene, einfach zu dir kommen und dich bitten, das zu tun oder ihnen zu erklären, aber du siehst eigentlich, nein, sie haben die Möglichkeit, weil es direkt vor ihnen liegt, aber unbewusst oder bewusst wollen sie es nicht tun, irgendwie aus Bequemlichkeit, dann lerne, Nein zu sagen. Und das kann dir auch einen gewissen Respekt verschaffen, weil wenn ein Mensch auf dich zukommt und etwas von dir will und du sagst Nein, aber du kannst ihnen wirklich sachlich erklären, wie sie selbst auf die Antwort kommen können, dann merken sie, oh, okay, ich kann mich nicht einfach hier bedienen und der Mensch hat den Mut, Nein zu mir zu sagen. Also man muss ja auch nicht das Ganze böse sagen, man kann es wirklich sachlich sagen und erklären und so kannst du wirklich eine gewisse Stärke beweisen und auch mal eine klare Abgrenzung zeigen, wenn du der Person vermitteln kannst, dass sie auch selbstständig auf die Lösung kommen kann. Und gerade bei Schülern machst du da auch 2 Fliegen mit einer Klatsche, weil du zeigst ihnen nicht nur, wie sie oder was sie lernen müssen, sondern zeigst auch gleich, wie sie selber einfach selbstständiger werden und selber lernen zu denken, um selber ihre Probleme lösen zu können. Also diese 3 Dinge, delegieren lernen, automatisieren lernen und lernen Nein zu sagen, sei es zu dir selbst oder zu Mitmenschen. Wenn du diese Dinge mit der Zeit dir aneignest und ich tue es auch immer noch, ich versuche es mir anzueignen, es geht nicht immer. Und ich denke, das ist etwas, was man das Leben lang lernen muss. Man hat ja auch immer wieder mit neuen Situationen, neuen Materialien, neuen Menschen zu tun. Da muss man einfach wieder üben und sich bewusst werden, Moment, okay, was kann ich delegieren, an wen, was könnte ich automatisieren und hätte ich da nicht Nein sagen können. Also werde ich das nächste Mal Nein sagen und der Person erklären, wie sie das Problem selber lösen kann. Oder wie gesagt,
die eigenen Projekte und die eigenen Ideen für den Unterricht auch mal Abstriche zu machen und ein bisschen weniger zu machen. Dafür ist es qualitativer und nicht nur Quantität. Wenn du noch mehr lernen willst, hat es unten in der Videobeschreibung noch ein paar Links zu Büchern auf Amazon. Übrigens, wenn du auf diese Amazon-Links klickst, kannst du mich auch unterstützen, weil Amazon erkennt, dass das mein Kanal ist. Und egal, was du bestellst, Bücher oder andere Dinge, dann erhalte ich eine winzige Provision für alle Produkte, die du bestellst, egal ob es Bücher oder andere Dinge sind. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und bis bald. Tschüss.